Manager, Unternehmensberater, Finanzanalyst, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Dies sind einige der wichtigsten Berufsbilder, die nach erfolgreichem Abschluss des Masterstudiengangs Accounting und Finanzwirtschaft der Freien Universität Bozen erreicht werden können. Der Studiengang startet im Oktober diesen Jahres. Wir haben einen internationalen Studiengang angefangen mit einem Doppeldegree mit Baruch College von der New York City Universität. Das ist eine der ältesten Universitäten in New York und eine der bekanntesten, insbesondere im Wirtschaftsbereich. Am Sitz der Uni wurden die Verträge zwischen der Universität Bozen und den Hauptakteuren des neuen Masterstudiums unterzeichnet, darunter die Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Provinz Bozen, die Südtiroler Sparkasse, das Büro Plattner, die ABC GmbH und die Zicklin School of Business des Baruch College in New York. It is extremely important because these days, you know, we all live in a global society, global economy. We believe that for every business student who wants to be successful must have a global vision and a global experience. And understanding the culture, the economic systems, the language, so this kind of global collaboration is extremely important to our students and I believe to students from all over the world we collaborate. Am Rande der Tagung 10 Years Out wurde auch hervorgehoben, dass die Wahl der Kooperationspartner kein Zufall ist. Sie spiegeln die drei Studienzweige wider, welche die Studierenden während ihres Studiums wählen können: Unternehmensführung und Beratung, Finanzwirtschaft und Finanzmärkte, Controlling und Wirtschaftsprüfung. Der neue Master in Accounting und Finanzwirtschaft zeichnet sich durch seine starke Internationalisierung und die enge Zusammenarbeit mit der Südtiroler Wirtschaft aus, so Studiengangleiter Professor Massimiliano Bonacchi. Der Präsident der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Claudio Zago hob hervor, dass die angehenden Steuerberater den großen Vorteil genießen, einen Teil ihres Pflichtpraktikums in Form eines Berufspraktikums im letzten Studienjahr zu absolvieren. Der neue Masterstudiengang ermöglicht den Studenten einen leichteren Einstieg ins Berufsleben und stärkt nochmals die Zusammenarbeit zwischen der Universität und der lokalen Wirtschaft.